Wer täglich so etwas isst, erhöht sein Sterberisiko. Für mich sind diese hier gezeigten Lebensmittel Killer. Das hört sich zwar an wie der Dieter Bohlen der Ernährungswissenschaften, das ist aber Dr. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner und den meisten wohl eher bekannt aus der NDR-Sendung Die Ernährungsdocs. Ein Fall für Ernährungsdoc, Matthias Riedel. Der gezeigte Clip zeigt seinen Auftritt bei der RTL-Sendung Stern TV, der in den letzten Tagen ziemlich viral gegangen ist. Und bei den Killer-Lebensmitteln handelt es sich um vegane Ersatzprodukte. Warum Dr. Matthias Riedel zu dem Schluss kommt, dass diese Lebensmittel uns wortwörtlich killen und was da wirklich dran ist, schauen wir uns in diesem Video genauer an. In dem Stern-TV-Beitrag sieht man den Moderator mit Dr. Riedel zusammen an einem Tisch stehend. Auf dem Tisch sind viele vegane Ersatzprodukte aufgebaut. Die ausgepackten Lebensmittel sind zum Beispiel veganer Käse, veganes Hack, vegane Schnitzel und veganer Lachs. Man sieht auch einige Markenprodukte, allerdings weiß man nicht genau, um welche es sich bei den ausgepackten Produkten handelt. Man kann es aber so in etwa erahnen, wenn man sich etwas mit den Produkten auskennt. Aber schauen wir mal rein. Was ist denn jetzt eigentlich sein Problem mit den veganen Ersatzprodukten? Ist ja auf Optik gemacht und es ist mit Aromen aufgepeppt. Wir sehen, Ökotest hat bei solchen Hackfleischprodukten wiederholt Mineralölrückstände gefunden. Mineralölrückstände? Mineralöl, genau. Sie stehen im Verdacht, Krebs zu fördern. Klingt jetzt schon ziemlich drastisch, aber wie kommt das Mineralöl jetzt in die Produkte rein? Kommt eben aus der Industrie, es kommt durch Rohre, aus Reaktoren, aus Maschinen. Mhm. Und da mischt sich leider auch Maschinenöl rein. Da hat er tatsächlich recht. Nicht umsonst kritisiert Ökotest ja schon seit längerer Zeit, dass immer wieder Mineralölrückstände in Produkten nachgewiesen werden konnten. Wer jetzt aber schon ein bisschen mitgedacht hat, kann sich vielleicht denken, das ist kein rein veganes Problem. Rohre und Maschinen werden ja natürlich für die Herstellung jeglicher Industrieprodukte benutzt, aber auch bei der Metzgerei um die Ecke benutzt man einen Fleischwolf, der mal gelegentlich mit Schmieröl gereinigt oder gewartet wird. Also selbst da kann ohne Probleme auch Mineralöl in euer Hack kommen. Und Ökotest hat tatsächlich auch bei nicht-veganen Produkten diese Rückstände gefunden. Neben den Maschinen und Rohren bei der Herstellung der Produkte sind übrigens auch Verpackungen ein reales Problem. Gerade Verpackungen aus Karton können mineralölhaltige Farben enthalten, von denen auch die Mineralölbestandteile in bestimmten Mengen in die Lebensmittel übergehen können. Also halten wir an der Stelle schon einmal fest. Es handelt sich hier tatsächlich um berechtigte Kritik. Das Problem allerdings auf vegane Ersatzprodukte zu beschränken, ist an der Stelle einfach nicht korrekt. Aber schauen wir mal weiter. Als nächstes geht es um das Thema Soja. Soja ist sehr gesund, wenn wir Tofu essen, wenn wir die reine Sojabohne essen. Soweit, so gut. Aber wie ist das beim Schnitzel, Herr Dr. Riedel? Aber was man hier gemacht hat, ist halt, dass man das Sojaprotein herausgelöst hat und damit ist das Gesunde der Sojabohne da gar nicht drin. Also ja, für vegane Schnitzel auf Sojabasis verwendet man in der Regel das isolierte Sojaprotein und es ist natürlich immer besser, die gesamte Pflanze zu essen, als nur einzelne Bestandteile davon. Aber zu sagen, dass da gar nichts Gesundes mehr drin ist, ist natürlich auch nicht ganz korrekt, denn es ist ja zumindest das Sojaprotein enthalten. Merken wir uns das mal für später. Kleiner Funfact, es gibt Studien, bei denen durchaus auch Mikronährstoffe im Proteinisolat nachgewiesen werden konnten. Übrigens, im Bild sieht man auch noch einen Alpro-Joghurt. Bei dem Alpro-Joghurt handelt es sich um ein Ersatzprodukt, bei dem die ganze geschälte Sojabohne für den Herstellungsprozess verwendet wird. Verallgemeinern, also auf alle veganen Ersatzprodukte beziehen, kann man dieses Argument also auch nicht. Eine andere Sache, es gibt ja auch viele Menschen, die durchaus auf Proteine sehr viel Wert legen, zum Beispiel im Fitnessbereich. Da würde ja auch keiner auf die Idee kommen und sagen, in deinem Erbsenproteinshake fehlen jetzt aber auch die Erbsenfasern. Dr. Riedel geht jetzt aber noch weiter und sagt das hier über das vegane Schnitzel. Das ist sozusagen eine Astronautenkost. Astronautenkost? Astronauten könnten froh sein, wenn sie sowas im Weltraum essen könnten. Aber mal ernsthaft. Astronautenkost ist ja darauf ausgelegt, dass man über einen sehr langen Zeitraum mit Nährstoffen versorgt ist. So eine Weltraummission kann ja schon mal über 100 Tage dauern. Aber auch in anderen Bereichen ist Astronautenkost mittlerweile von großer Bedeutung. Zum Beispiel im medizinischen Sektor wird das beispielsweise bei Schluckstörungen eingesetzt. Also der Vergleich zur Astronautenkost hinkt hier so oder so. Ich glaube, er meint das an dieser Stelle eher plakativ. Ich finde es allerdings sehr unprofessionell, weil nicht jeder, der diese Sendung sieht, das auch korrekt einordnen kann. Und alles, was am Ende in den Köpfen hängen bleibt, ist, dass vegane Produkte ziemlich unnatürlich sind und das ohne jegliche Fakten zu nennen. Jetzt fehlt nur noch, dass er sagt, da wäre Kleister drin. Dann kommt da noch ein bisschen Kleister dazu, damit das zusammenhält. Ja, schön, wie sachlich er die Sachen immer formuliert. Da bin ich auf jeden Fall richtig begeistert von. Und nur um es ganz klar zu stellen,
feststellen, das war Ironie. Was er hier mit Kleister meint, ist Methylcellulose. Methylcellulose kennt man tatsächlich als einen der Bestandteile von Kleister und das klingt auch erstmal ziemlich unappetitlich, wenn man das so formuliert. Was man allerdings noch für Kleister verwendet, ist Wasser. Da würde es jetzt aber keinem aufstoßen. Methylcellulose kennt man aber auch unter dem Namen künstliche Tränenflüssigkeit. Also Methylcellulose in Lösung wird eben benutzt, um Augentrockenheit zu behandeln. Man könnte also auch sagen, wir schmieren uns Kleister in die Augen. Damit will ich auch eigentlich nur sagen, wie vielseitig Methylcellulose eingesetzt wird und das immer nur auf Kleister zu reduzieren, klingt ziemlich dramatisch. Das war es dann aber auch. Denn ernährungsphysiologisch gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass Methylcellulose wirklich einen negativen Effekt auf den menschlichen Organismus hat. Ganz im Gegenteil, man geht eigentlich eher davon aus, dass es nicht verdaulich, nicht allergen und nicht giftig ist. Aber was ist denn da noch so in diesem Schnitzel? Und Aromen und Farbstoff. Farbstoffe im Schnitzel? Wofür sollen denn da Farbstoffe drin sein? Man sieht jetzt zwar nicht genau, welches Schnitzel da liegt. Ich habe jetzt hier aber ein gängiges Schnitzel genommen, was zufälligerweise exakt so aussieht wie das, was da liegt. Und wenn ich hier jetzt mal auf die Inhaltsstoffe gucke, dann steht da nichts von Farbstoffen. Und natürlich gibt es in anderen veganen Ersatzprodukten auch Farbstoffe, die dafür genutzt werden, damit es eben fleischähnlicher aussieht. Zum Beispiel in veganer Salami. Bei Schnitzel jetzt aber weniger. Ich weiß jetzt auch nicht, wo bei so einem hellen Schnitzel der Sinn liegen sollte. Und ja, es gibt natürlich vegane Ersatzprodukte, die auch ziemlich problematische Farbstoffe enthalten. Allerdings gilt das eigentlich nur für einen ganz kleinen Teil, denn die meisten gängigen veganen Ersatzprodukte verwenden eher ziemlich natürliche Farbstoffe, wie zum Beispiel Rote-Bete-Extrakt. Bei Rote-Bete-Extrakt läuft zumindest meiner Mutter ein Schauer über den Rücken, aber das liegt eher daran, weil sie Rote-Bete halt überhaupt nicht mag. Für die meisten Menschen sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Neben Rote-Bete-Extrakt werden auch häufig zum Färben Carotinoide eingesetzt, die übrigens auch einen gesundheitlichen Vorteil haben können. Das sind die Stoffe, die zum Beispiel eben auch in Karotten oder Paprika enthalten sind. Auf der anderen Seite können natürlich auch künstliche Aromastoffe und Farbstoffe auch in verarbeiteten Fleischprodukten, wie zum Beispiel Salami, enthalten sein. Also auch hier ist nicht unbedingt die Frage, vegan oder nicht. Also dürfte man doch jetzt eigentlich als sachlicher Ernährungsmediziner nicht so pauschal auf so Fragen wie, was ist gesünder, vegan oder nicht, antworten und müsste da doch eigentlich ganz klar sagen, kommt drauf an, wie das ja eigentlich üblich in den Ernährungswissenschaften ist. Denn es gibt da selten schwarz und weiß und es gibt wenig wissenschaftliche Klarheit darüber und man kann selten sagen, das ist gesund, das ist ungesund. Und wie eben gesagt, ist ja nicht veganes Schnitzel gleich veganes Schnitzel und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Schauen wir uns doch mal an, wie differenziert Dr. Riedel auf die Frage, ob vegane Ersatzprodukte besser oder schlechter sind, antwortet. Schlechter. Ganz eindeutig. Also jeder, der sich auch nur ein bisschen mit Ernährungswissenschaften auskennt, weiß, dass eigentlich fast nichts in diesem Bereich so eindeutig ist. Leider ist das etwas, was man immer wieder von Ärztinnen und Ärzten zu hören bekommt. Da werden ziemlich deutliche und drastische Aussagen zur Ernährung getroffen, obwohl die wissenschaftliche Lage das gar nicht hergibt. Das Problem ist einerseits, dass Ernährungswissenschaften im Medizinstudium praktisch keine Rolle spielen. Okay, zugegeben, er ist jetzt Ernährungsmediziner, er hat da vielleicht ein bisschen mehr Know-how. Und dazu kommt noch, dass das wissenschaftliche Arbeiten im Medizinstudium häufig nicht besonders präsent ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Doktor der Medizin auch Doktor der Medizin heißen muss und nicht einfach nur Doktor. Deswegen steht bei Arztpraxen auch immer Doktor Med. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle, die einen Doktor in der Medizin haben, keine Ahnung von wissenschaftlichen Arbeiten oder dem Interpretieren von Studien haben. Und auf der anderen Seite soll es auch nicht heißen, dass alle, die einen anderen Doktortitel haben, automatisch besonders gut in den wissenschaftlichen Disziplinen wären. Aber es ist trotzdem mal ganz gut zu wissen, dass es eben nicht exakt das Gleiche ist. Aber das nur so als kleine Notiz am Rande. Kommen wir zurück zum Video. Dr. Riedel lässt uns hier auch nicht im Regen stehen. Er hat auch eine Lösung parat. Dann lieber also ein Bio-Fleischprodukt und weniger in der Menge reduzieren. Wir brauchen nicht so viel. Bio-Fleisch soll gesünder sein? Fragen wir doch mal den Edeka-Fleischexperten dazu. Es gibt nämlich einen Artikel von Edeka, bei dem das tatsächlich ganz gut beschrieben ist. Hier steht, dass der einzige Vorteil von Bio-Fleisch ist, dass der Einsatz von Antibiotika eingeschränkt ist. Sonst gibt es eben keine gesundheitlichen Vorteile. Obwohl das sogar in zahlreichen Studien untersucht wurde. Danke, lieber Edeka-Fleischexperte, dass du da besser recherchiert hast als unser Ernährungsmediziner Dr. Riedel. Schauen wir mal weiter, was er sonst noch so zu sagen hat. Es geht nämlich jetzt weiter mit veganem Käse und da habe ich schon eine böse Vorahnung. Also da ist Stärke drin, da sind schlechte Fette drin und interessant dabei ist ja, im Käse würde man Eiweiß erwarten. Es ist ja auch nur Stärke und Fett und es hat gar kein Eiweiß. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Problem, dass man in veganen Ersatzprodukten nicht 1:1 exakt die gleichen Nährwerte hat wie im tierischen Äquivalent. Es gibt natürlich auch einige eher
hochpreisige vegane Käsealternativen, die auf Cashew-Basis sind, die haben dann auch einen relativ guten Eiweißanteil. Aber man muss schon sagen, ein Großteil der veganen Käsesorten auf dem Markt sind eben praktisch ohne Eiweiß. Veganer Käse aus Kuhmilch enthält zwar theoretisch relativ viel Eiweiß, enthält aber auch viele tierische Fette und ist dadurch auch kein per se gesundes Lebensmittel. Also auch als nicht vegan lebender Mensch sollte man nicht einen Großteil seines Eiweißbedarfs durch Käse decken. Dadurch stellt sich allerdings auch die Frage, warum ist es überhaupt wichtig, dass man in veganem Käse Eiweiß hat? Wenn man seine Ernährung jetzt auf eine vegane Kost umstellt, hat man ohnehin eine ganz andere Nahrungszusammensetzung. Es werden auf einmal viel mehr Hülsenfrüchte wie Sojabohnen, Bohnen, Linsen oder ähnliches in die Nahrung integriert. Dadurch hat man natürlich ganz andere Eiweißquellen und da macht es eigentlich wenig Sinn, eins zu eins einzelne Lebensmittel rauszupicken und zu gucken, wie das jetzt sich exakt aufwiegt. Viel wichtiger wäre es, dadurch auf die Gesamtzusammensetzung der Nährstoffe, Mikronährstoffe und ähnliches zu achten, ob man da eben seinen Bedarf decken kann. Und wenn wir jetzt einfach mal nochmal zurück an den Anfang des Videos denken, da war ja die Kritik, dass das Schnitzel ja aus Sojaprotein hergestellt wird. Da hätten wir also eine gute Proteinquelle. Jetzt stellt Dr. Riedel aber nochmal unter Beweis, wie professionell er ist, also zumindest in Bezug auf seine plakative Rhetorik. Denn er kritisiert jetzt bei veganem Käse nicht nur, dass da kein Eiweiß drin ist, sondern auch, dass da Stärke und Fett drin ist. Und das ist übrigens typischerweise die Mischung, wie wir sie auch in Chips finden. Okay, Kartoffeln sind auch in Chips. Und Chips machen dick. Okay, dann sitze ich heute Abend nicht mit der XXL-Packung veganem Streukäse auf der Couch und stopf mich voll. Okay, aber mal ganz im Ernst, natürlich ist veganer Käse kein gesundes Ersatzprodukt. Genau wie auch Nutella kein gesundes Produkt ist. Solltet ihr deswegen für den Rest eures Lebens auf Nutella verzichten? Von mir aus könntet ihr zumindest auf veganes Nutella umstellen. Aber ich denke, der Punkt wird hier klar, oder? Aber auch veganer Lachs schneidet hier natürlich nicht besser ab. Das ist sozusagen ein leeres Lebensmittel. Und das ist jetzt das grundlegende Problem bei der Bewertung von Lebensmitteln. Dürfen wir jetzt nur noch Lebensmittel essen, die eine Funktion haben? Natürlich sollte man gucken, dass man einen Großteil seiner Ernährung voll und vorzugsweise auch pflanzlich deckt. Aber es heißt natürlich nicht, dass es automatisch direkt ungesund ist, wenn man mal andere Produkte zu sich nimmt. Also konkret zum Beispiel vegane Ersatzprodukte. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr direkt dick oder ungesund werdet, wenn ihr euch eine Scheibe veganen Lachs oder veganen Käse aufs Brot legt. Solche Formulierungen sind tatsächlich ziemlich problematisch, weil sie schon so am Rande zur Orthorexie kratzen. Das heißt also einer Essstörung, in der es darum geht, sich zwanghaft gesund um jeden Preis zu ernähren. Und auch in den Ernährungswissenschaften herrscht der Konsens, dass auch die psychische Gesundheit eine wichtige Rolle spielt. Jetzt gibt es hier noch ein letztes Produkt, was hier geroastet wird und das ist ganz besonders spannend. Vegane Salami. 100 Gramm von dieser Salami enthält fast die Menge an zulässigen Salz, den wir am Tag aufnehmen. Da sind aber ziemlich Geschmacksverstärker drin. Ja, genau. Da sind Geschmacksverstärker drin. Wie gesagt, man sieht jetzt hier also nicht genau, welche vegane Salami hier liegt. Ich habe jetzt hier aber die ziemlich gängige Salami von der Rügenwalder Mühle mit der ziemlich gängigen nicht-veganen Salami von Gutfried verglichen. Und wie ihr seht, ist der Salzgehalt bei der veganen Salami deutlich geringer. Ich habe jetzt hier übrigens die nicht-vegane Salami von Gutfried genommen und nicht die von Rügenwalder, weil ich da keine nicht-vegane Salami mehr auf der Seite gefunden habe. Gibt's die vielleicht nicht mehr? Also ich wäre nicht traurig drum. Was man aber bei den Inhaltsstoffen auch deutlich sieht, ist, dass da keine Geschmacksverstärker enthalten sind. Verrückt, hätte man sich vielleicht auch mal vor der Sendung anschauen können. Oder einfach mal sagen, dass man bestimmte Dinge nicht weiß, bevor man sowas einfach raushaut. Und ehrlich gesagt ist mir auch kein gängiges veganes Ersatzprodukt bekannt, bei dem Zusatzstoffe der Kategorie Geschmacksverstärker zugesetzt wurden. Und durch die vielen Produkttests auf diesem Kanal kenne ich ehrlich gesagt ziemlich viele Ersatzprodukte. Davon abgesehen wird bei der traditionellen Wurstherstellung von Salami im Reifungsprozess Eiweiß zu Glutamat umgewandelt. Auf diese Weise kommt Glutamat als Geschmacksverstärker auf ganz natürliche Art und Weise in das Produkt rein und das ist übrigens kein Unterschied zum zugesetzten Glutamat, außer in der Deklaration. Denn die Hersteller der Produkte dürfen immer noch ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern auf die Verpackung schreiben. Wir haben in Deutschland eine drastische Zunahme von Autoimmunerkrankungen. Das hängt auch hiermit zusammen. Eieiei, steile These. Also, dass hochverarbeitete Produkte keine gesunden Lebensmittel sind, ist ja auf jeden Fall einleuchtend. Aber dass es einen direkten Zusammenhang zwischen veganen Ersatzprodukten und Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn und ähnlichen gibt, ist eine sehr gewagte Aussage, die man so hinsichtlich der aktuellen Studienlage auch nicht bringen kann. Als Beispiel, das stimmt zwar, dass die Autoimmunerkrankungen in den letzten Jahren zugenommen haben,
haben. Es ist aber nicht ganz klar, ob es vielleicht einfach auch nur daran liegt, dass diese Autoimmunerkrankungen einfach häufiger diagnostiziert wurden, also erkannt wurden. Bei vielen Autoimmunerkrankungen kennt man tatsächlich die Ursachen gar nicht. Man nimmt allerdings an, dass es sich da eher um genetische Veränderungen, Umwelteinflüsse oder auch Viruserkrankungen als Ursache handelt. Vegane Ersatzprodukte habe ich in dem Zusammenhang tatsächlich nirgendwo gelesen. Aber das soll hier nicht so klingen, als wäre ich der Meinung, dass Ernährung bei Krankheiten gar keine Rolle spielt. Meiner Meinung nach hätte man diesen Beitrag lieber auf Fertigprodukte und nicht auf vegane Ersatzprodukte framen sollen. Kommen wir jetzt aber mal zum Fazit. Mein Fazit ist, selber machen, Bioprodukte lieber kaufen, die nehmen die ganzen Gemüseteile und vermusen das. Ja, selber machen ist natürlich immer die beste Variante und Hut ab vor allen Leuten, die es schaffen, dreimal täglich alles selbst zu kochen. Aber mal ganz ehrlich, auf wen trifft das denn schon so hundertprozentig zu? Und ja, Bio ist eigentlich immer die bessere Wahl, aber es heißt nicht zwangsläufig, dass die Bioprodukte auch gesünder sind. Es gibt ja zum Beispiel auch Bio-Süßigkeiten. Und falls ihr bis hierhin dachtet, er hat sich vielleicht nicht ganz genau ausgedrückt, er fasst jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Es ist Astronautenkost. Die Studienlage ist ganz klar. Wer täglich so etwas isst, erhöht sein Sterberisiko. Für mich sind diese hier gezeigten Lebensmittel Killer. So was kannst du dir nicht ausdenken. Ich finde das Ganze eigentlich ziemlich schade, weil ich die Sendung, die Ernährungsdocs, eigentlich immer ziemlich gut fand, weil die Sendung doch zeigt, wie sehr gesunde Ernährung auch einen positiven Einfluss auf Menschen haben kann und sie auch durchaus viele Leute motivieren kann, sich etwas gesünder zu ernähren. Auch wenn das jetzt hier keine Sendung der Ernährungsdocs war, so steht doch Dr. Matthias Riedel mit seinem Gesicht für dieses Format. Böse Zungen behaupten, dass er durchaus seine Gründe hat, warum er diese Sachen so drastisch formuliert hat. Da muss ich an der Stelle ganz deutlich sagen, die Gründe kennen wir natürlich nicht hundertprozentig, aber hier noch ein paar interessante Fakten. Was ihr daraus ableitet, könnt ihr euch ja selber überlegen. Matthias Riedel ist nicht nur Ernährungsmediziner, sondern auch Unternehmer. Er hat die MyFoodDoctor GmbH gegründet, bei der ernährungstherapeutische Ansätze mittels einer App vermarktet werden. Und er ist auch Buchautor. Und der Titel seines Buchs lautet Unser Essen, Killer und Heiler. Wie wir etwas gegen die Katastrophe auf unserem Teller tun können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, dass die Rhetorik hier schon ziemlich ähnlich ist. Ob da jetzt ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht. Einen bitteren Beigeschmack hat das Ganze allerdings schon. Was meint ihr? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Hier rechts haben wir uns übrigens mal die Produkte von Pamela Reif genauer angeschaut. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und falls ihr den Kanal abonniert, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss und Peace out.